Hallo zusammen, ich habe hier einen Stopferkühler gegart von Rivacold. Das ist also ein Kühler gegart für Kühlräume. Und zwar ist das ein Tiefkühlaggregat. Von der hier, das ist die Außenseite, groß Rivacold drauf. Und hier unten habe ich die Steuerung. Und ich sehe schon, hier ist das Signet Best abgebrochen. Kleben wir wieder hin, es schlägt. Hier sind die Kabelanschlüsse. Ich habe also hier noch Befestigungspunkte und hier Haken beidseitig für das Aufhängen mit Kran. Also Aufhängen mit Kran, weil ich habe hier ein Gewicht von 134 Kilo. Das ein bisschen heben ist nicht jedermanns Sache. Bei den Best-Aggregaten, also diese neuen Modelle, das sind wirklich steckerfertige Aggregate. Hier wird ein Stecker mitgeliefert mit einem 1,5 Meter langen Kabel. Bei alten Aggregaten, die FT und so weiter, da wurde hier das Kabel so geliefert, einfach mit dem Beschrieb der Anschlüsse. Aber neu ist das Ding echt steckerfertig. Also kann an sich einfach eingesteckt werden. Weiter haben wir Anschlüsse. Es handelt sich hier bei diesem Aggregat um das größte Aggregat der Serie mit Propan, also natürlichem Kältemittel, um einen Tiefkühler. Ich habe hier den Abgang für die Türrahmenheizung. Natürlich brauche ich auch ein Druckausgleichsventil, aber Fachleuten muss ich das nicht erklären. Der nächste Abgang ist der hier. Da sehen wir drauf Licht, da wird auch eine Lampe dazu geliefert. Also ich sag mal, für diese Größe Kühlräume nicht ganz das Ideale. Wir bauen da andere ein, deswegen sind die in der Regel dann auch übrig. Wir nehmen große Leuchten, weil dieses Aggregat geht für Kühlräume 6, 7 Meter Länge, und wenn ich dann nur eine so eine Lampe drin habe, ist das wirklich Schummerbeleuchtung. Aber der Abgang für die Beleuchtung, die ich steuere, ist hier vorhanden. Weiter habe ich hier den Türkontaktschalter. Und zwar schalte ich damit natürlich die Innenbeleuchtung und mit diesem Türkontaktschalter schalte ich den Lüfter und die Kühlmaschine aus, wenn die Türe aufgeht. Das heißt, ich muss den an die Türe machen, dass er hier schaltet. Dann habe ich hier das Steuersignal für die Fernbedienung. Das muss ich so verlegen. Weitere Details bringe ich mal ein Video über die Fernbedienung. Ja, das sind die verschiedenen Kabel. Weiter habe ich hier das Elektroschema plus Schrauben zum Befestigen und die ganze Betriebsanleitung. Also ihr seht, was das für ein Schinken ist. Weiter bei diesem Kühlaggregat habe ich hier einen Stopfer montiert. Dieser Stopfer hat jetzt 150 mm Tiefe, das heißt, hier kommt die Wand hin. Ich mache ein Loch in die Wand und schiebe das Aggregat rein und schäume es dann zu. Wenn ich ganz präzise bin, klebe ich es zu. Es gibt das gleiche Aggregat als Acavalata, also A, eingehängt. Da habe ich dieses Teil nicht. Da mache ich oben einen Schlitz und hänge es mit diesen Trägern ein an der Kühlzelle und mache oben nachher das Dach drauf. Hier sehen wir den Verdampfer mit einem Lüfter und den schauen wir jetzt auch in der Praxis an. Wir sind jetzt hier in einem Kühlraum mit Gestell und eben diese Beleuchtung da oben. Hier sehe ich eine, zwei, drei Lampen bis nach hinten. Und hier steht dieser Kühler. Und ihr seht, auch hier ist der Stopfer hier dran. Hier wurde kaschiert mit einer Leiste.
Hier dieser Dampfer hängt jetzt relativ tief, das hat andere Gründe, aber in der Regel macht man diesen Verdampfer hier ein Stück höher oben, dass man unten eher Ware reinschieben kann. Hier sehen wir noch die Modellbezeichnung, das ist ein BWT 352LA 70P12. Gewicht sehen wir, hier unten der Lieferschein an uns. Ja, das ist es von diesem Bestaggregat von Rivercold. Wenn ihr Interesse habt dran, wir haben die Teile teilweise am Lager, die kleinen Lager. Und sonst, wir können bei Rivercold bestellen, was wir so oder so machen. Wir sind ein historischer Kunde von Rivercold und wir werden von Rivercold Italien direkt beliefert. Ich verlinke euch hier zu den aktuellen Preissituationen Video. Preisliste findet ihr unten im Beschrieb. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.